Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Träger sitzt nicht richtig. So. Hier muss er hin. Ja, so schön. Nun der Rock. Hm? Sitzt auch schön. So, gib mir mal die Schleife. Moment, Frau Stranitzky, noch zwei Stiche. Also Kinder, eure Blumen sind wirklich zu schön. Die halten den ganzen Betrieb auf. Ich muss immer zu ihnen sehen. Komm, gib her. Bitte schön. Danke. So. Wo nehmen wir die nur hin? Hier. Nee, ist nicht hübsch. Lieber hier. Soll ich? Nein, aber steh jetzt Eisen an. Und dann brauche ich einen zweiten Träger. Bitte schön, hier ist das. Legen auf den Tisch und räum schon auf. Das Bolero ist auch gleich fertig. So. Bei mir darf's noch. Hexen kann ich auch nicht. Kinder, macht euch nicht wahnsinnig. Presseschau ist erst in 2 Stunden. Aber ist ja auch wirklich zu blöd. Immer fällt dem Wiener im letzten Moment was ein. Und wir müssen uns dann die Nächte um die Ohren schlagen. Mache ich jetzt schon seit 25 Jahren mit. So ein Vierteljahrhundert. Da geht aber wirklich wie im Fluge. Erst ist man die Jüngste und dann ist man tiefstes Mittelalter. So, das ist aber hier nicht alles. Klarer Fall, was? Wir machen noch einen tollen Abend. Erst gehen wir Abendessen und dann gehen wir ins Theater. Nein, komm, lass das mal. Das ist für mich. Nee, danke schön. Die haben wir schon abonniert. Na? War nur wieder so ein Student. So, verstehst du das? Nelke zu deinem Geburtstag, die kam doch auch so spät. Vielleicht liegst du ganz am Ende der Tour. Ja, jetzt müssen wir uns aber langsam fertig machen. Wieso langsam? Ach du meine Güte, ich wollte ja noch zum Friseur. Ach Quatsch, setz dich mal gut an. Du hör doch mal, da kommt ja noch jemand. Ist einer von der Firma? Ja. Guten Tag, Herr Stranitzky. Guten Tag. Ah, da ist die Chefin ja auch persönlich. Ich soll ein Kleid abholen. Wieso bringen Sie mir nichts, Blaschke? Nee, heute nicht. Warten Sie auf was? Setzen Sie sich mal einen Augenblick, ja? Danke. Dauert noch einen Moment. Dankeschön. Na, wird dir das nicht zu warm? Albert, die Frau, der eine Nerzstuhler zu warm ist, die muss erst geboren werden. Auch wenn sie noch so schmal ist. Ob da noch jemand von der Buchhaltung ist? Da könnte ich sofort die Abrechnung machen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir gehen nicht als arbeitende Bevölkerung, sondern als Gäste. So. Ja. Nun? Zwei ansehnliche Menschen, nicht? Ja, wenn ich nicht wüsste, wer ich bin, für eine kleine Schneiderin würde ich mich nicht halten. Nun. Für eine kleine schon. So. Ja, trotzdem. Ich nehme dich auch barfuß. Ja? Sehe ich nicht prima aus? Wie das Ass der Firma. Schönes Ass der Firma. Ein Ass, den man nicht mal zum Jubiläum gratuliert. Vielleicht gratulieren Sie dir persönlich. Wir gehen doch jetzt hin. Was bei der Presse schaut, da haben Sie aber ganz andere Sachen im Kopf. Sag mal, warum steckst du das immer so unmöglich rein? Ja, vielleicht haben Sie deshalb alles vergessen. Bei der Aufregung mit der Kollektion. Nein, dafür gibt's keine Entschuldigung. Hab ich weniger das Jubiläum vergessen? War ja auch mitten in der Musterung. Hab ihm sogar ein Feuerzeug geschenkt. Gold mit Monogramm. Und wie gerührt er dann war, als ich ihm seine Skizze von unserem ersten Modell gezeigt habe. Ist ja ein ganz früher weniger, hat er gesagt. Am liebsten hätte er sie sogar behalten, aber die gebe ich nicht her. Nicht für alles Geld in der Welt. Wo ist denn die übrigens? Ich habe sie gestern überall abends gesucht. Sag mal, wo bist du eigentlich? Was machst du denn da? Hätte ich doch tatsächlich beinahe vergessen. Wollte ich dir eigentlich schon heute Morgen überreichen. Was? Du hast das rahmen lassen? Ach, Albert. Da ist doch ein Dokument. Sozusagen der Geburtsschein der Meisterin Gertrud Stranitzky. Ja, sieht richtig historisch aus. 25 Jahre. Mohrenecke, Markgrafenstraße. 2 Treppen hoch mit Blick auf den Gendarmenmarkt. Der Verrückte weniger. Sie wollen mit mir arbeiten? Da liegen Sie verdammt falsch. Ein Biest war er ja immer. Aber er war auch immer gerecht. Und schließlich, du warst ja auch nicht immer ganz einfach. Du bist ein Aas auf der Bassgeige. Aber es macht Spaß, sich über dich zu ärgern. Das muss einen ganz besonderen Platz bekommen. Mhm. Ja? Wo hängen wir das auf? Ich sag, ich bin schon weg. Wir haben es eilig. Stranitzky? Ja. Hm, ist noch da. Moment mal. Totchen, Herr Weniger möchte dich sprechen.
Ja, hallo? Ja, bitte. Ich hab gewusst, dass er dran denken wird. Guten Tag, Herr Weniger. Ja, das freut mich sehr. Sonst noch was? Ja, natürlich. Ja. Also bis später. Na, was ist? Hat er nicht gratuliert? Ja. Aber zu dem Modell, das wir vorhin abgeholt haben. Und vom Jubiläum? Kein Wort. Alle haben es vergessen. Nicht ein einziger Mensch in dieser Firma hat es für nötig gehalten, daran zu denken. Weißt du was? Ich will überhaupt nicht hingehen. Ja, aber Trudchen, das können wir doch nicht machen. Ja, dann geh du allein. Sag meinetwegen, ich bin krank oder sag sonst was. Aber was soll ich denn allein da? Du bist doch für die Leute wichtig. Ach, wichtig. Siehst ja, wie wichtig ich bin. Ich meine Blume schicken sie einem. Das ist wirklich die Quittung für 25 Jahre Arbeit. Hätte es mir doch leichter machen können ohne den Betrieb. Ab und zu meine Privatkundin. Hätte ja auch zum Leben gereicht. Und das mache ich jetzt auch. Albert, du, ich nehme das als Omen. Wenn die mir nicht gratulieren, dann höre ich auf. Aber red doch keinen Unsinn. Dann mache ich Schluss. Deine Steuersachen bringen ja auch ein paar Piepen ein. Warum soll ich mich verrückt machen? Gespart haben wir auch etwas. Dann will ich endlich mal mein Leben genießen. Na, da wird sich die Firma aber freuen. Naja, sollen sie sehen, wie sie ohne mich fertig werden. Na, das tust du ja doch nicht. Worauf du dich verlassen kannst. So, jetzt gehen wir beide zur Schau. Nur wollen wir ihnen die Chance noch geben. Sag mal, gefällt's dir oder soll ich dir was anderes einstellen? Nee, lass mal. Ist so schön heroisch. Überleg's dir noch mal gut. Du kannst doch nicht einfach alles so fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Deine Arbeit macht dir doch Spaß. Sagst du ja nur, weil du schuld dran bist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Was, ich? Naja, hast mir's doch verboten. Verboten? Habe ich dir schon jemals was verboten? Hättest du dich wohl danach gerichtet? Aber ja. Gedächtnis hast du wie ein Sieb. Gott, ist das eine Überraschung. Warum hast du nicht geschrieben, was? Und wie lange bleibst du? Wie lange dauert der Urlaub? Nun, lass mich erst mal die Tür zu machen, ja. Also, 24 Stunden. Ja. Das ist besser als gar nichts. Licht aus! Meint er uns? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe... Im Schlafzimmer habe ich die Verdun. Ach, ist das schön, mal wieder hier zu sein. Herrlich. Was ist denn das? Das ist Ute. Die arbeitet bei mir. Wie, was? Ich habe mich selbstständig gemacht. Als Meister. Seit wann? Ungefähr 5 Wochen. Mein erstes Kleid hat gleich ganz groß eingeschlagen. Das ist 14 Mal verkauft worden. Wir arbeiten oft bis Mitternacht. Ich denke, du hättest die Näherei aufgegeben. Ja, ich gehe ja nicht mehr arbeiten. Das hast du doch gewollt. Ich soll nicht mehr gehen. Und ich bin ja auch immer hier, findest mich ja immer zu Hause. Ach, Albert, das musst du doch verstehen. Jetzt ein bisschen wirtschaften. Ich hatte so viel Zeit zum Grübeln. Weißt du, immer musste ich dran denken, wie dir da drüben die Kugeln um die Ohren fliegen. Ach, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Kannst du es nicht verstehen? Aber wenn der Krieg zu Ende ist, dann gibst du doch die Näherei wieder auf, hoffe ich. Na klar, wenn wieder normale Zeiten kommen. Ich befürchte, darauf werden wir noch eine ganze Weile warten müssen. Mir ist ganz schlecht. Du hättest dir vorher doch lieber noch eine Stulle machen sollen. Bis wir zum Essen kommen, wird es noch eine Weile dauern. Was machst du denn für ein komisches Gesicht? Eigentlich geht's uns recht gut, was? Na, geht's dir also schon wieder besser? Ach nee. Du, mir wird jetzt gleich wieder schlecht. Na ja, du irritierst mich eben, ne? Ein Augenblick bitte, Vorsicht. Oh Gott, Fernsehen, auch das noch. Ist doch sowieso schon immer so heiß. Ja, hoffentlich werden wir nicht geschminkt. Stolinski, wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Mein Gott, meine Lieblingsblume.
Na, das finde ich aber. Hübsch, nicht? Ja. Ich muss sie ins Treppenhaus stellen. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit. Schon 2 Wochen her seit dem Jubiläum von Herrn Weniger. Und immer kommen noch Blumen. Nur nicht ärgern, Trutchen. Wieso? Worüber soll ich mich ärgern? Gibt's ja nichts zu ärgern. Ja, bitte Platz 17. Entschuldigen Sie, Platz 16, ja? Oh, gnädige Frau, Herr Stranitzky. Guten Tag. Ja, Sie sitzen heute Platz 27 und 28. Was, wieder mal hinten? Ja, es tut mir leid, es ist ein bisschen spät geworden. Sie waren sonst mal eine halbe Stunde früher. Naja, ich habe euch eben viel zu sehr verwöhnt. Helga, bitte. Danke, danke, wir finden alleine hinten. Aber wenn Sie einen brauchen, weißt du, da, warum lacht die hinter mir hier? Sitzt man nicht mehr? Aber sehr nicht. Die Blumen vom Spiegel. So. Guten Tag. Wieso, wen grüßt du? Den Prokuristen. Albert, immer Distanz. Ja, wir sind ja schließlich auch fertig. Oh Gott, weniger. Will jetzt schnell vorbeigehen. Ja, ich will ihn jetzt nicht grüßen. Stranitzky ist ja heute so stolz. Ja, oder willst du mir nicht die Hand geben? Natürlich. Ich wollte nicht stören. Das war doch nur die Ziege von einer eleganten Dame. Das ist auch eine von den Frauen, die nicht alt werden können. Ob man später auch einmal so wird? Wenn ich all diese Pressetanten hier sehe, die nur darauf warten, mich zu zerreißen, dann... Ich weiß nicht, ich bin sonst so sicher, aber diesmal weiß ich nicht, ob meine Kollektion gut ist. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Ja, sagen Sie auch jedes Mal. Ach, du bist mal wieder so direkt, aber im Grunde genommen bist du der einzige Mensch. Finde ich auch. Oh, Herr Stranitzky, entschuldigen Sie, ich sehe heute niemanden mehr. Ihre Frau ist wirklich ein Goldstück. Weißt du, wie lange wir uns kennen? Ich weiß es. Du, Trutchen, das war aber sehr hart. Hat das gemerkt? Ja, und ob. Das müsste ja schön doof sein. Gut. Das sind unsere Plätze. Erzählen Sie, darf ich hier mal durch? Danke. Das sind aber hübsche Stifte. Ja, daran sind Sie immer großzügig. Hm? Weiß nicht, hier sitze ich nicht. Na komm, sind Sie auf meinen Platz? Ja. So, besser? Ja, danke schön. Modezeichnerin, kriegt ein Kleid von mir. Ist aber sehr schick. Ja, schick vielleicht, aber... Und schöne Zähne. Ja, aber Giftzähne. Was ist denn? Entschuldigen Sie bitte. Du, was ist denn das für ein Schild? Wieso, was für ein Schild? Da vorne, zwischen den Blumen. Welches denn? Mein Gott, unser altes Schild aus der Mohrenstraße hing am Nebeneingang. Hat ihm wahrscheinlich jemand geschenkt. Den Kratzer hat weniger selbst gemacht. Ist denn alles kaputt? Nur ein Teil vom Lager steht noch. Das bringen wir nachher raus nach Treuenbrietzen ins Wochenendhaus von Herrn Wolf. Und wo ist weniger? Da hinten sitzt er. Er ist vollkommen fertig. Er kam gleich nach der Entwarnung. Er hat wohl schon so was geahnt. Gehen Sie mal hin. Schön schon raus, was? Was hast du da? Kollektion haben wir keine mehr. Wieso? Die ganze Kollektion ist weg? Auf das geblümte Abendkleid? Sieh dir das doch an. Das ist alles weg. Der Verkaufsraum, das Kontor, die Expedition, mein Studio, alles weg. Nur die Schlüssel, die habe ich noch. Die Firma Weniger und Wolf hat aufgehört zu existieren. Aus und vorbei! Ich doch! Nimm die Kleider wieder mit nach Hause. Ich weiß nicht, wohin damit. Also jetzt nehme ich ihn einfach nicht ab. Na schön, Haus ist hier kaputt. Aber das Haus ist doch nicht die Firma. Die Firma, die sind doch Sie. Und solange Sie Ideen im Kopf haben, solange existiert doch diese Firma. Das sagst du so leicht. Ich will nicht mehr. Also bitte, wann wollten Sie in Wien sein? Donnerstag. Na, das schaffen wir doch noch. Wir machen die ganze Kollektion nochmal. Ja, meine Wohnung steht doch noch. Und bei der Andresen sind ein paar Fensterscheiben kaputt. Zeichnungen sind doch auch noch vorhanden. Fehlt uns doch nur das Material. Ist nicht vielleicht noch was von der Rheinseide mit dem Rosenmuster vorhanden? Du, mit dem
Im Blütenabendkleid fällt es mir langsam auf die Nerven. Frau Riff, erinnern Sie sich noch an die Ware von Weber und Co.? Ist da noch etwas da? Nein. Die lag an der Außenbahn. Aber ich habe hier was anderes gefunden. Das ist gestern Mittag. Nee, damit könnte man höchstens... Na? Mensch, Stranitzky, das ginge. Kommen Sie mal her. Mhm. Halten Sie mal fest. So, Stranitzky. Ja. Wenn ich den Rock gerade nehme, ja? Halt mal hinten fest, dann gib mal das Grüne. Mit dem Grünen das Oberteil schräg nehme. Halt, damit es eine Schärpe wird, die da hinten als Schleppe ausläuft. Weißt du? Bleib mal so stehen. Wie findest du das? Hübsch. Viel hübscher als das Geblümte. Mhm. Es scheint loszugehen. Was? Regenbogen. Pariser Modell aus Lackstoff. Escott, Nouvelle, zwei Modelle nach dem gleichen Schnitt. Escott kariert aus Wolle. Hübsch, ne? Sehr hübsch. Nouvelle, geblümt aus Leim. Komplett aus Wolle. Was hat er sich denn nun ausgedacht? Also bitte, Teil geht zu kurz rum. Zipfelt. Hat bestimmt die Schuhe weit gemacht. Kann ich überhaupt nicht hinsehen. Entsetzlich. Hör mal, die Melodie, erinnerst du dich noch, Herr Kriegel? Haben Sie auch bei unserer ersten Modenschau gespielt. Fleur Noir. Abendkleid mit Organza-Blüten. Scotch. Armkleid aus Zellophan, Caro, mit Bolero. Gefällt es dir nicht? Ich kann bei meinem eigenen Modell nicht klatschen. Wenn es mein letztes Modell ist. So fängst du schon wieder damit an. Ich hab dir gesagt, wie gesagt, wenn die Oma mich vergisst, ist die für mich gestorben. Wir sollen mal sehen, wie sie nicht fertig werden. Der würde auch nicht so dastehen. Die ganze Firma würde nicht existieren, wenn ich ihm damals nicht zugeredet hätte, wie im Laden kaufen. Aber Trutsch. Na also, Chance zu Ende. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Couturiers sollten eigentlich keine Rede halten. Auch das noch. Sie sollten lieber Ihre Kreation sprechen lassen. Wenn ich heute trotzdem zu Ihnen spreche, dann tue ich das aus einem ganz besonderen Grunde. Alles, was wir Ihnen eben zeigten, war eine Art Jubiläumskollektion. Denn heute vor 25 Jahren kam eine junge Schneiderin zu mir, die ich damals zwar rausgeworfen habe, mit dem Erfolg, dass sie heute für mich arbeitet. Das Modell, das heute Abend
den größten Beifall fand, stammt aus Ihrem Atelier. Aber auch das erfolgreichste Modell von damals ist in Ihrer Werkstatt entstanden. Es war übrigens das erste Kleid, was sie für uns gearbeitet hat. Ich habe es zur Feier des Tages noch einmal anfertigen lassen, original, so wie es damals in der Mohrenstraße vorgeführt wurde. Bitte. Zwischen diesen beiden Modellen liegen 25 Jahre. 25 Jahre der Zusammenarbeit mit unserer Meisterin Gertrud Stranitzky, der wir alle herzlich gratulieren. Ich komme schon raus, damit wir dich alle sehen können. Wenn ich jetzt sage, was wären wir ohne dich, dann ist das nicht einfach so dahingeredet. Es gab einmal einen Tag, da wollte ich nicht mehr weitermachen. Und wenn du nicht gewesen wärst, dann gäbe es heute keine Firma Weniger und Wolf. Die Blumen sind von der Firma. Danke, Herr Wolf. Und das Schild ist von mir. Du weißt schon. Ich habe einmal gesagt, es macht Spaß, sich über dich zu ärgern. Bitte, gönn mir diesen Spaß noch viele, viele Kollektionen lang. Hm. Lächle schon. Denk doch ans Fernsehen. Hast wohl gedacht, ich hab dich vergessen. Du warst schon ganz schön böse. Nee, hab mich nur gewundert. Ich hab kein Taschentuch. Ach du lieber Gott, jetzt stehst du auf dem Höhepunkt deines Lebens und hast zwei linke Schuhe an. Ach du meine Güte. Und das auch noch im Fernsehen. Gertrud. Ja. Du kleine, große Frau. Herzlichen Glückwunsch. Herr Wolf, ich danke schön. Ach, dann hätte ich ganz alles gar nicht verdient. Es ist entschuldigen Sie bitte, meine Herrschaft, wenn ich Sie störe, aber wir brauchen den ganzen Schluss nochmal. Wir möchten es etwas näher haben. So. Herr Wolf, könnte ich vielleicht nochmal gratulieren und ja. Warm gehen bitte nochmal wie gehört auf den also, ja? Das ist alles ein Moment, ja. Albert. So, und dahinter? So. Ja. Mensch, dann jetzt gewinnen Sie bitte mal das Bild frei. Ja, Herr Wolf, bitte gratulieren. Ja. Danke. Ja. Vielen Dank, Herr Wolf. Vielen Dank. Danke. Danke. Sehen auf das noch. Ist doch sowieso schon immer so heiß. Ja, hoffentlich werden wir nicht geschminkt. Herr Stranitzky, wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Mein Gott, meine Lieblingsblume. Na, das finde ich aber. Wirklich? Ja. Ich muss Sie ins Treppenhaus stellen. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit. Schon zwei Wochen her seit dem Jubiläum von Herrn Weniger. Und immer kommen noch Blumen. Nur nicht ärgern, Trutchen. Wieso? Worüber soll ich mich ärgern? Gibt's ja nichts zu ärgern. Ja, bitte Platz 17. Entschuldigen Sie, Platz 16, ja? Oh, gnädige Frau, Herr Stranitzky. Guten Tag. Ja, Sie sitzen heute Platz 27 und 28. Was, wieder mal hinten? Ja, es tut mir leid, es ist ein bisschen spät geworden. Sie waren sonst mal eine halbe Stunde früher. Naja, ich habe euch eben viel zu sehr verwöhnt. Helga, bitte. Danke, wir finden alleine hinten.
aber wenn sie einen brauchen, weißt du, da, warum lacht die hinter mir her, sitzt man nicht mehr? Aber sehr herrlich. Die Blumen vom Spiegel. So. Guten Tag. Wieso, wen grüßt du? Den Prokuristen. Albert, immer Distanz. Ja, wir sind ja schließlich auch fertig. Oh Gott, weniger. Will jetzt schnell vorbeigehen. Ja, ich will ihn jetzt nicht grüßen. Kalitzki ist ja heute so stolz. Bitte? Oder willst du mir nicht die Hand geben? Natürlich, ich wollte nicht stören. Das war doch nur die Ziege von einer eleganten Dame. Das ist auch eine von den Frauen, die nicht alt werden können. Ob man später auch einmal so wird? Wenn ich all diese Pressetanten hier sehe, die nur darauf warten, mich zu zerreißen, dann... Ich weiß nicht, ich bin sonst so sicher, aber diesmal weiß ich nicht, ob meine Kollektion gut ist. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Sagen Sie auch jedes Mal. Ach, du bist mal wieder so direkt, aber im Grunde genommen bist du der einzige Mensch. Finde ich auch. Oh, Herr Stradnitzky, entschuldigen Sie, ich sehe heute niemanden mehr. Ihre Frau ist wirklich ein Goldstück. Weißt du, wie lange wir uns kennen? Ich weiß es. Du Drutchen, das war aber sehr hart. Hat das gemerkt? Ja, und ob. Das müsste ja schön doof sein. Gut, das sind unsere Plätze. Erzählen Sie, darf ich hier mal durch? Danke. Das sind aber hübsche Stifte. Ja, daran sind Sie immer großzügig. Hm? Weiß nicht, hier sitze ich nicht. Na komm, sind Sie auf meinen Platz? Ja. So, besser? Ja, danke schön. Wer war denn das? Modezeichnerin, trägt ein Kleid von mir. Ist aber sehr schick. Ja, schick vielleicht, aber... Und schöne Zähne. Ja, aber Giftzähne. Was ist denn? Entschuldigen Sie bitte. Du, was ist denn das für ein Schild? Zwei Treppen hoch mit Blick auf den Gendarmenmarkt. Der Verrückte weniger. Sie wollen mit mir arbeiten? Da liegen Sie verdammt falsch. Ein Biest war er ja immer. Ja, aber er war auch immer gerecht. Und schließlich, du warst ja auch nicht immer ganz einfach. Du bist ein Aas auf der Bassgeige. Aber es macht Spaß, sich über dich zu ärgern. Das muss einen ganz besonderen Platz bekommen. Mhm. Ja? Du, wo hängen wir das auf? Ich sag, ich bin schon weg. Wir haben es eilig. Stanitzki? Hier? Ja? Hm, ist noch da. Moment mal. Drutchen, Herr Weniger möchte dich sprechen. Ja, hallo? Ja, bitte. Ich hab gewusst, dass er dran denken wird. Guten Tag, Herr Weniger. Ja, das freut mich sehr. Hm? Sonst noch was? Ja, natürlich. Ja. Also bis später. Na, was ist? Hat er dich gratuliert? Ja. Aber zu dem Modell, das wir vorhin abgeholt haben. Und vom Jubiläum? Kein Wort. Alle haben es vergessen. Nicht ein einziger Mensch in dieser Firma hat es für nötig gehalten, daran zu denken. Weißt du was? Ich will überhaupt nicht hingehen. Ja, aber Trudchen, das können wir doch nicht machen. Ja, dann geh du allein. Sag meinetwegen, ich bin krank oder sag sonst was. Aber was soll ich denn allein da? Du bist doch für die Leute wichtig. Ach, wichtig? Siehst ja, wie wichtig ich bin. Ich meine Blume schicken sie einem. Das ist wirklich die Quittung für 25 Jahre Arbeit. Hätte es mir doch leichter machen können ohne den Betrieb. Ab und zu meine Privatkundin. Hätte ja auch zum Leben gereicht. Und das mache ich jetzt auch. Albert, du, ich nehme das als Omen. Wenn die mir nicht gratulieren, dann höre ich auf. Aber red doch nicht. Doch, dann mache ich Schluss. Deine Steuersachen bringen ja auch ein paar Pippen ein. Warum soll ich mich verrückt machen? Gespart haben wir auch etwas. Dann will ich endlich mal mein Leben genießen. Na, da wird sich die Firma aber freuen. Naja, sollen sie sehen, wie sie ohne mich fertig werden. Na, das tust du ja doch nicht. Worauf du dich verlassen kannst. So, jetzt gehen wir beide zur Schau. Nur wollen wir ihnen die Chance noch geben. Sag mal, gefällt's dir oder soll ich dir was anderes einstellen? Nee, lass mal. Ist so schön heroisch. Überleg's dir noch mal gut. Du kannst doch nicht einfach alles so fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Deine Arbeit macht dir doch Spaß. Sagst du ja nur, weil du schuld dran bist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Was, ich? Naja, hast mir's doch verboten. Verboten? Habe ich dir schon jemals was verboten? Hättest du dich wohl danach gerichtet? Aber ja.
Gedächtnis hast du wie ein Sieb. Schubert gemacht, kann ich überhaupt nicht hinsehen, entsetzlich. Du hör mal, die Melodie, erinnerst dich noch, Herr Krieger? Haben sie auch bei unserer ersten Modenschau gespielt. Fleur Noir. Abendkleid mit Organza-Blüten. Scotch. Abendkleid aus Zellophan, Caro, mit Bolero. Ich kann bei meinem eigenen Modell nicht klatschen, wenn es mein letztes Modell ist. So fängst du schon wieder damit an. Ich hab dir gesagt, wie gesagt, wenn die Firma mich vergisst, ist die für mich gestorben. Wir sollen mal sehen, wie sie nicht fertig werden. Er würde auch nicht so dastehen, die ganze Firma würde nicht existieren, wenn ich ihm damals nicht zugeredet hätte, wie im Lahmkraut. Aber Trutsch. Na also. Chance zu Ende. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Couturiers sollten eigentlich keine Rede halten. Auch das noch. Sie sollten lieber Ihre Kreation sprechen lassen. Wenn ich heute trotzdem zu Ihnen spreche, dann tue ich das aus einem ganz besonderen Grunde. Alles, was wir Ihnen eben zeigten, war eine Art Jubiläumskollektion. Denn heute vor 25 Jahren kam eine junge Schneiderin zu mir, die ich damals zwar rausgeworfen habe, mit dem Erfolg, dass sie heute für mich arbeitet. Der Zusammenarbeit mit unserer Meisterin Gertrud Stranitzky, der wir alle herzlich gratulieren. Ich hab schon raus, damit wir dich alle sehen können. Wenn ich jetzt sage, was wären wir ohne dich, dann ist das nicht einfach so dahingeredet. Es gab einmal einen Tag, da wollte ich nicht mehr weitermachen. Und wenn du nicht gewesen wärst, dann gäbe es heute keine Firma Weniger und Wolf. Die Blumen sind von der Firma. Danke. Danke, Herr Wolf. Und das Schild ist von mir. Du weißt schon. Ich habe einmal gesagt, es macht Spaß, sich über dich zu ärgern. Bitte, gönn mir diesen Spaß noch viele, viele Kollektionen lang. Hm. Lächle schon. Denk doch ans Fernsehen. Hm. Hast wohl gedacht, ich hab dich vergessen. Hm? Du warst schon ganz schön böse. Nee, hab mich nur gewundert. Ich hab kein Taschentuch. Ach du lieber Gott, jetzt stehst du auf dem Höhepunkt deines Lebens und hast zwei linke Schuhe an. Ach du meine Güte. Und das auch noch im Fernsehen. Gertrud, ja. Du kleine, große Frau,
Herzlichen Glückwunsch. Herr Wolf, ich danke schön. Ach, wenn jetzt ganz an alles gar nicht verdient. Entschuldigen Sie bitte, meine Herrschaft, wenn ich Sie störe, aber wir brauchen den ganzen Schluss nochmal. Wir möchten es etwas näher haben. So. Herr Wolf, könnte ich vielleicht nochmal gratulieren und die Damen gehen bitte nochmal wie gehabt auf. Ah, so. Ja? Das ist alles ein Moment, ja. Albert. Ich stand ja noch hier. Ja. So. So. Ja. Mensch, schon im Fernsehen. Und jetzt gewinnen Sie bitte mal das Bild von meiner Tochter. Herr Wolf, bitte gratulieren. Ja. Danke. Ja. Vielen Dank, Herr Wolf. Bitte Applaus, meine Herrschaft. Danke. Zum Essen kommt jetzt noch eine Weile dauern. Was machst du denn für ein komisches Gesicht? Eigentlich geht's uns recht gut, was? Na, geht's dir also schon wieder besser? Ach nee. Du, mir wird jetzt gleich wieder schlecht. Naja, du irritierst mich eben, ne? Ein Augenblick bitte, Vorsicht. Oh Gott, Fernsehen, auch das noch. Ist doch sowieso schon immer so heiß. Ja, hoffentlich werden wir nicht geschminkt. Stunitzki, wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Mein Gott, meine Lieblingsblume. Na, das finde ich aber. Hübsch, nicht? Ja. Ich muss Sie ins Treppenhaus stellen. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit. Schon 2 Wochen her seit dem Jubiläum von Herrn Weniger. Und immer kommen noch Blumen. Nur nicht ärgern, Trutchen. Wieso? Worüber soll ich mich ärgern? Gibt's ja nichts ärgern. Ja, bitte Platz 17. Entschuldigen Sie. Platz 16, ja? Oh, gnädige Frau, Herr Stranitzki. Guten Tag. Ja, Sie sitzen heute Platz 27 und 28. Was, wieder mal hinten? Ja, es tut mir leid, es ist ein bisschen spät geworden. Sie waren sonst schon eine halbe Stunde früher. Naja, ich habe euch eben viel zu sehr verwöhnt. Helga, bitte. Danke, danke, wir finden alleine hinten. Aber wenn Sie einen brauchen, weißt du, da, warum lacht die hinter mir hier? Sitzt man nicht mehr? Aber es ist ja nichts. Die Blumen vom Spiegel. So. Guten Tag. Wieso wegen Gusti? Den Prokuristen. Albert, immer Distanz. Ja, wir sind ja schließlich auch weg. Oh Gott, weniger. Will jetzt schnell vorbeigehen, ja? Ich will den jetzt nicht durch. Stranitzki ist ja heute so stolz. Ja, oder willst du mir nicht die Hand geben? Natürlich. Ich wollte nicht stören. Das war doch nur die Ziege von einer eleganten Dame. Auch eine von den Frauen, die nicht alt werden können. Ob man später auch einmal so wird? Diese Pressetanten hier sehe, die nur darauf warten, mich zu zerreißen, dann. Ich weiß nicht, ich bin sonst so sicher, aber diesmal weiß ich nicht, ob meine Kollektion gut ist. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Ja, sagen Sie auch jedes Mal. Ja, du bist mal wieder so direkt, aber im Grunde genommen bist du der einzige Mensch. Finde ich auch. Oh, Herr Stranitzki, entschuldigen Sie, ich sehe heute niemanden mehr. Ihre Frau ist wirklich ein Goldstück. Weißt du, wie lange wir uns kennen? Ich weiß es. Das war aber sehr hart. Hat das gemerkt? Ja, und ob. Das müsste ja schön doof sein. Gut, das sind unsere Plätze. Erzählen Sie, darf ich hier mal durch? Danke. Das sind aber hübsche Stifte. Ja, klar. Du Trutchen, das war aber sehr hart. Hat das gemerkt? Ja, und ob. Das müsste ja schön doof sein. Gut, das sind unsere Plätze. Erzählen Sie, darf ich hier mal durch? Danke. Das sind aber hübsche Stifte. Ja, daran sind sie immer großzügig. Weiß nicht, hier sitze ich nicht. Na komm, sind Sie auf meinen Platz? Ja. So.
ne? So, besser? Ja, danke schön. Wer war denn das? Modezeichnerin, trägt ein Kleid von mir. Ist aber sehr schick. Ja, schick vielleicht, aber... Und schöne Zähne. Ja, aber Giftzähne. Was ist denn? Entschuldigen Sie bitte. Du, was ist denn das für ein Schild? Wieso, was für ein Schild? Da vorne, zwischen den Blumen. Welches denn? Da. Mein Gott, unser altes Schild aus der Mohrenstraße. Hing am Nebeneingang. Hat ihm wahrscheinlich jemand geschenkt. Den Kratzer hat weniger selbst gemacht. Gerade Wache. Ist denn alles kaputt? Nur ein Teil vom Lager steht noch. Das bringen wir nachher raus nach Treuenbrietzen ins Wochenendhaus von Herrn Wolf. Und wo ist weniger? Da hinten sitzt er. Er ist vollkommen fertig. Er kam gleich nach der Entwarnung. Er hat wohl schon so was geahnt. Gehen Sie mal hin. Schön schon raus, was? Was hast denn da? Kollektion haben wir keine mehr. Wieso? Die ganze Kollektion ist weg? Auf das geblümte Abendkleid? Sieh dir das doch an. Das ist alles weg. Der Verkaufsraum, das Kontor, die Expedition, mein Studio, alles weg. Nur die Schlüssel, die habe ich noch. Die Firma Weniger und Wolf hat aufgehört zu existieren. Aus und vorbei! Nicht doch! Nimm die Kleider wieder mit nach Hause. Ich weiß nicht, wohin damit. Also jetzt nehme ich ihn einfach nicht ab. Na schön, Haus ist hier kaputt. Aber das Haus ist doch nicht die Firma. Die Firma, die sind doch Sie. Und solange Sie den im Kopf haben, solange existiert doch diese Firma. Das sagst du so leicht. Ich will nicht mehr. Also bitte, wann wollten Sie in Wien sein? Donnerstag. Na, das schaffen wir doch noch.